Hallo mein Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben die neue Vernasch die Welt bekommen und das ist die September-Ausgabe. Und wir schauen mal rein, was wir diesen Monat dabei haben und in welchem Land wir reisen. So, wir öffnen das so, dass es keiner von uns sehen kann und holen erstmal den Papierkram hier raus. Und es geht nach Schottland, okay, zum Loch Ness Monster. So sieht das Ganze aus. Und wir haben auch eine richtig geile Postkarte wieder dabei von Schottland. Könnt ihr mal sehen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Es wird gleich dunkel. Das legen wir jetzt erstmal auf Seite. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie in Schottland so für Süßigkeiten haben. Bin ich richtig gespannt dieses Mal. Und hier oben beginnt es gleich mit luftiger Schokolade von Aero. So sieht das Ganze aus. Da gibt es jemanden, den wird das richtig gut schmecken. Mit Karamellgeschmack. Okay. Schauen wir mal rein. Oh, okay, sind mehrere Riegel. Also ist ineinander verpackt. 4 Stück. So einen Riegel hat man dann. Dann schauen wir mal. Ich glaube, die Marke, die sagt mir was. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal probiert habe in irgendeiner Box oder ob man die auch in Deutschland kaufen kann. Also ich bin ja kein Schokoladenfan. Ich bin ja eher hier herzhaft. So ein herzhafter Typ. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das oder ob wir das in Deutschland auch kriegen. Vom Geruch sehr schokoladig. Karamell kommt auch raus. Ja. Dann kann man wunderbar die Löcher sehen. Oh, ist aber lecker. Ich finde vom Geschmack ist gar nicht so stark das Karamell. Ist aber unglaublich leckere Schokolade. Boah, ich bin echt begeistert. Tolles Produkt. Vielleicht soll ich nochmal. So sieht's aus. Geiler Start. So kann es weitergehen. So, das nächste, was wir haben. Doritos. Extra scharf. Tangy Cheese. Ich habe jetzt keine Ahnung, was Tangy heißt. So sehen die aus. Vielleicht ist das schottländisch. Auf jeden Fall scheinen sie scharf zu sein mit Käse. Kann man hinten noch was rausfinden? Nein. Gut, probieren wir einfach. Der Geruch ist eher schwach. Brauche ich schon eine starke Nase ziehen. Auf jeden Fall sind die so orange. Also eine starke Würzung ist wohl drauf. Aber Geruch ist wirklich schwach. Oh, okay. Ho. Also schick. Also Käse kann ich überhaupt nicht schmecken. Aber also ich vertrage ja kein Chili und die sind wirklich ultra scharf. Boah, okay, die haben keinen Geschmack, die haben einfach nur Schärfe. Boah, okay, weiter geht's. Steht so eine Warnung drauf. Ich merke gerade, wir haben auch was zu trinken. Holen wir gleich mal raus. Okay, Bubblegum von Barr. Kein Zucker. So sieht das Ganze aus. Okay. Wir trinken erstmal und dann reden wir darüber. Starker Bubblegum-Geschmack, Geruch, starker Bubblegum-Geruch. Wir schauen mal, wie es aussieht. Okay, blau. Ich habe jetzt mit was Rotem gerechnet. So sieht das Ganze aus. Bisschen wie Schlumpf. Geruch mega stark. Oh, ist aber lecker. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Zunge einfach nur tot ist von der Schärfe. Aber sehr stark kohlensäurehaltig. Sehr stark kohlensäurehaltig. Geruch, ja, Bubblegum. Und Geschmack. Echt lecker. Schmeckt wie Brause.
Das finde ich geil. Das eiskalt, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen soll da null Zucker drin sein. Ich schau mal nach. Ja doch, null Zucker. Keine, was das gesüßt ist. Aber leckeres Getränk. So, weiter geht's. Dann haben wir hier gleich Double Decker. Die habe ich auch schon mal gehört. Ich weiß aber nicht, ob wir die in Deutschland kriegen. So sehen die aus. Aber ich habe die auf jeden Fall, da habe ich schon mal irgendwo was davon gehört. Probieren wir ebenfalls. Anscheinend wird dort alles doppelt verpackt. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Klar, Verschwendung. Aber hast du eigentlich in Deutschland auch bei Snickers und so. Das wäre welcher Laber. Probieren wir das Ganze mal. Vier kleine Riegel. So sieht der Kante aus. Eigentlich wirklich eins zu eins wie hier auf dem Bild. Du hast unten, ja, ich weiß gar nicht, was es ist. So was Fluffiges. Ja, mir fällt das Wort nicht ein. Und oben hast du etwas, ja, ich würde ein bisschen vergleichen wie das, was bei Mars drin ist. Man kann es nicht Karamell. Ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Es schmeckt auch ein bisschen nach Zuckerwatte. Ich warte nicht nach Zuckerwatte, nach Marshmallows. Schmeckt ein bisschen. Das ist so eine Marshmallow-Füllung, glaube ich, oben drin. Und unten hast du, ja, ich weiß nicht, wie das heißen, diese, ja, diese Kühlchen. Ist jetzt nicht so meins. Ist okay. Gucken wir, wie es weitergeht. Dann geht es gleich weiter mit Schokolade. Und zwar Milky Bar, Cookie und Cream. So sieht das Ganze aus. Und wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Das scheinen so kleine Kügelchen zu sein. Beziehungsweise so kleine Pilzköpfe mit einer Füllung. Ja, immer. Außen weiße Schokolade und drin hat man den Keks. Sind ganz okay. Ich glaube, die müssen wir in den Kühlschrank machen. Sind ein bisschen weich, aber kann man essen. Kann man essen. Milky Bar, ganz cool eigentlich. So, aber es geht weiter. Hier haben wir nämlich, okay, Sherbet Fountain, so sieht's aus. Mal gucken, wie soll das funktionieren. Twist and open. Oh, oh okay. Ah, ich glaube, das ist ein Lutscher. Also hier, Deckel ist offen. Kann man hier irgendwas? Okay. Isst man das mit? Also. So sieht das von innen aus, wenn ihr irgendwas sehen könnt. Irgendein weißes Pulver. Ich weiß nicht, ob das. Also Pulver schmeckt nach gar nichts. Hier ist sowas drin. Ich kann das schwer rausholen. Ich probiere es jetzt einfach. Oh doch, hier, warte mal. So, und. Kann man das jetzt essen? Okay. Das hier ist Lakritz. Das Ding ist ungefähr bis hierhin mit weißem Pulver voll. Und schmeckt einfach nach gar nichts. Die Lakritz schmeckt auch nicht gut. Okay. Also. Das ist irgendwie ein Flop. Also. Dieses Sherbet. Wir haben gerade mal gegoogelt nochmal schnell. Ja. Ist Müll. Kann ich nicht anders so sagen. Also gar nichts zu empfehlen. Und abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie ich es essen soll. So, egal. Weiter geht's, weiter geht's. Hier haben wir noch was Großes. Okay. Hop Noobs. 5 Schoki Flapjacks. So sieht das Ganze aus.
Das sieht aus wie Haferkekse, wenn ich ehrlich bin. Scheinen hier oben Haferflocken drauf zu sein. Mit Schokolade. Bin mal gespannt jetzt, was uns hier erwartet. Okay, sind auch wieder einzeln eingepackt. So sehen die eingepackt aus. Ein bisschen klein, aber wird wahrscheinlich reichen. Okay, ist wirklich Hafer. Okay, sieht aus wie so ein gesundes Brot. Riechen tut ganz gut. Sag ich das nochmal? Oben so eine Schokoladenschicht und unten diese ja, Haferflocken. Geruch erinnert ein bisschen süßer, aber wie ein Vollkornbrot. Ja, ich würde sagen, das schmeckt gesund. Ich denke, es schmeckt gesund, beschreibt es ganz gut. Schmeckt nämlich nicht besonders lecker. Aber vielleicht nach dem Fitnessstudio, wenn du lange laufen willst, keine Ahnung, ist so ein Haferriegel. So, egal, weiter geht's, weiter geht's. Zwei Sachen sind hier noch drin. Und hier Toffee Crispy. Ich habe fast gedacht, es wäre Reese's, weil die gleiche Farbe ist. So sieht es aus. Ich bin gespannt. Also die essen da ziemlich viele Riegel, muss ich sagen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Auch so kleine. Und 7 Stück mit da drin. Bin gespannt. Okay, Geruch. Riecht ein bisschen salzig. So von innen. Das schmeckt eigentlich ganz gut. So sieht es aus. Auch von innen wirklich. Aber ich glaube, unsere Toffees stehen. Ist verdammt süß. Und ist okay. Aber auch kein Highlight. Ich glaube, das kriegst du auch in Deutschland. Zumindest so ein ähnliches Produkt. Und dann kommen wir auch schon zum letzten. Und das sind Wutzits. Oh, wieder ultra scharf. Ich freue mich schon. Walkers ist ja eine richtig gute Chipsmarke in Amerika. Da erwarte ich jetzt schon einiges. Und wahrscheinlich auch Bauchschmerzen später. Bei der Chili-Konzentration, die ich hier zu mir nehme. Wobei Mais, Öl, Flaming Hot Flowers. Oh, die riecht aber wesentlich stärker. Ich sage euch, Walkers ist so eine geile Marke. Ich bin bisher von denen noch nie enttäuscht worden. Riechen tun die richtig geil. Riecht ein bisschen nach Paprika, ein bisschen nach Rauch. Oh. Also viel, viel weniger scharf. Meine Zungenspitze kribbelt so ein ganz bisschen nach Schärfe. Aber der Chip selber, unglaublich lecker. Also wirklich, der schmilzt für mich auf der Zunge, gibt einen intensiven Geschmack ab. Mega geil. Also wenn die nicht scharf, würde ich die wahrscheinlich inhalieren. Richtig gut, mega. Also das war richtig geil. Insgesamt, die Box ist okay. Du musst hier wirklich Süßigkeiten lieben in der Form von Schokolade. Ich muss sagen, das hier fand ich das beste Produkt. Und dann eigentlich schon diese scharfen Chips. Und das Getränk war auch nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal trotzdem mal rein, was in unseren schlauen Büchlein steht. Also wir sind ja in Schottland. So, gibt es hier was Interessantes? Wir haben ja hier mal ein paar Infos drin über die Stadt selber. Und dann kommen auch schon die Produkte. Es gibt okay, hier vorne jetzt ein Alternativprodukt geben können. Mit Strawberry. Aber das hätte wahrscheinlich auch nichts gerettet. Ja, und das war's auch schon. Hier gibt es noch am Ende ein Quiz. Und damit sind wir durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat auf jeden Fall gefallen. Richtig coole Produkte wieder. Produkte, die ich sonst nirgendwo kriege. Und ich würde sagen, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, und sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.